Ist das Gott? Ist das wirklich Gott, der sich da bespucken und treten und ans Kreuz schlagen lässt? Ist das Gott? Wem diese Frage noch nie gekommen ist, der hat entweder nicht verstanden, was Gott bedeutet, oder nicht verstanden, was da passiert ist an diesem Karfreitag. Ist das nicht geradezu naheliegend zu leugnen, dass das Gott ist? So erbärmlich, wie der aussieht, ist das nicht naheliegend zu sagen, nein, keinesfalls, das ist nicht Gott. In der heutigen Kirche gibt es sicher manche, die sagen, es ist ja auch nur ein Mensch, der eine gute Botschaft hatte und gut gelebt hat und tragisch gescheitert ist. Es ist nicht Gott, das ist nur ein Mensch. Deswegen stirbt er so nach Menschenart. In der antiken Kirche gab es auch das andere, die gesagt haben, ja, Jesus ist Gott, aber Gott kann doch nicht so sterben. Und deswegen haben sie gesagt, nein, nein, dass dieser Jesus wirklich selbst am Kreuz gestorben ist, das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit ist ein anderer dort gestorben. Wie kann denn Gott am Kreuz sterben? Diese ganz alte, aus dem 4., 5., 6. Jahrhundert stammende Version finden wir heute noch im Koran. Dort ist ja auch Jesus als Prophet, als Mann Gottes anerkannt. Und es ist offensichtlich ganz unerträglich, die Vorstellung, dass ein Mann Gottes so sterben könnte. Und so erklärt der Koran das, was wir heute feiern, zu Fake News. Das stimmt gar nicht, das kann ja nicht sein, dass das Gott ist, der so stirbt. Dieses Sterben Gottes in Jesus hat sehr viel zu tun, ist, glaube ich, überhaupt nur zu verstehen, wenn wir uns öffnen für das, was Menschen geschieht. Vor etwa 400 Jahren hat es eine der blutigsten Verfolgungen von Christen gegeben, die die Geschichte kannte. Dadurch, dass unseren Tagen in so manchen Ländern Christen wieder auch sehr blutig verfolgt werden, sind wir vielleicht wieder wacher für dieses Thema. Damals vor 400 Jahren, so um 1600, war es in Japan. Tausende wurden damals gefoltert, viele davon gekreuzigt, umgebracht. Sie sollten zum Glaubensabfall gezwungen werden. Und die Herrscher hatten sich etwas ausgedacht, wie bringt man Leute dazu, dass sie öffentlich den Glauben verleugnen? Und sie haben Bilder anfertigen lassen. So kleine Bilder kann man heute noch vielfach in japanischen Museen sehen, so vor allem aus der Region um Nagasaki. Und die Christen wurden gezwungen, draufzutreten. Tretbilder nannte man das. Dadurch sollte deutlich werden, öffentlich vor Zeugen, die dabei stehen mussten, schau dir an, was ist das für ein Gott, der lässt da auf sich treten. Die christliche Gemeinde in Japan war um 1600 groß, es waren einige hunderttausend Christen, vergleichsweise viele. Und darunter waren wohl vor allem auch viele einfache Menschen, einfache Bauern aus den Dörfern in einem Land, wo die einfachen Menschen nicht viel galten. Wo auf der Welt tun sie das? Und vielleicht hatte das Christentum eine solche Kraft und eine solche Verwurzelung in diesem Land bei den einfachen Leuten, weil sie gespürt haben, da ist ein Gott, der sieht mich an. Der schämt sich meiner nicht. Der wendet sich nicht ab von den Kleinen und Einfachen, die nichts haben. Bei der Christenverfolgung, die einsetzte, mag das Verhalten der Kolonialmächte eine Rolle gespielt haben. Aber die Christenverfolgung ging
250 Jahre weiter. Es hatte deswegen ganz offensichtlich noch eine andere Wurzel, nämlich, dass die Mächtigen gespürt haben, dass die Erfahrung eines Gottes, der mich ansieht, gefährlich werden kann. Die Herrschenden hatten das verstanden, dass ihnen dieser Glaube gefährlich wird und deswegen sollte nichts davon überleben. Diese teuflischen Verfolger haben das verstanden, was den Glaubenden so schwer fällt. Was ist das für ein Gott, auf den man treten kann? Weil es war klar, mit dem Treten auf dieses Bild wird nicht einfach nur ein Bild getroffen und nicht einfach nur die Seele eines Menschen verletzt, sondern auf eine kaum nachzuvollziehende Weise lässt dieser Gott sich treten. Ist Gott einer, der sich bespucken und ans Kreuz schlagen lässt? Dass Gott einer ist, der nicht nur im Himmel sitzt, sondern auf Erden so greifbar wird, macht Gott verletzlich. Dass Gott einer ist, der sich in Liebe einlässt auf diese Welt, macht Gott verletzlich. Wahrhaft göttlich ist es nicht, in den Himmeln zu wohnen, sondern bei den Menschen zu sein, und zwar gerade dann, wenn es schwerfällt. Aus dieser Verfolgung, diesen Jahrzehnten in Japan, wird ein Detail erzählt. Man wollte auch Priester, die nicht nur, aber zum größeren Teil Europäer waren, zum Abfall vom Glauben zwingen. Das machte man auch mit diesen Tretbildern. Aber wenn ein Priester sich weigerte, auf so ein Bild zu treten, dann wurde nicht etwa der Priester gefoltert und ermordet, sondern Bauern. Also entweder du trittst da drauf oder diese anderen werden wegen dir ermordet. Nicht nur, dass damit diejenigen, die die Mörder sind, die Verantwortung scheinbar abschieben. Es ist, ich finde, im tiefsten Sinne diabolisch, was dort geschieht. Denn tritt der Priester vor aller Augen auf das Bild, gibt er ein öffentliches Zeugnis gegen diesen Gott, der die Menschen liebt. Und tut er es nicht, wenn er auf das Bild drauftritt, dann verletzt er durch das, was den Bauern geschieht, die Menschen, für die Christus gestorben ist. Eben dieser Christus. Ich kenne kein anderes Beispiel aus der Glaubensgeschichte. Die Menschen, die sich das ausgedacht haben, die waren gut informiert über das, was christlicher Glaube ist. Der Gott, an den die Christen glauben. Selbst hatten sie mit Menschenverachtung kein Problem, aber sie benutzten die Liebe Gottes zu den Menschen, um ihre Macht zu sichern. Es wird von Priestern berichtet, die in der Situation den Glauben verleugnet haben. Und es gibt Priester, die in den Tod gegangen sind und viele mit ihnen. Und das ist schwer. Ich glaube, niemand sollte darüber urteilen. Aber am heutigen Karfreitag verstehe ich durch diese Geschichte tiefer, warum Jesus, der Sohn Gottes, das Kreuz auf sich genommen hat. Denn ist derselbe Gott, der gegenwärtig ist in diesem Bild, in dieser Erfahrbarkeit für Menschen und der sich treten lässt. Und es ist derselbe Gott, der sich sogar verleugnen lässt durch seine Priester um der Menschen willen. Dass dieser Gott um unserer Menschen willen sich leugnen lässt, stirbt den Tod in dieser Welt, in den Herzen von Menschen. Und auch das noch aus Liebe.
Gott lässt sich bespucken und verleugnen. Verleugnen selbst durch seine Freunde, wie wir aus der Passionsgeschichte wissen. Und Gott lässt das geschehen aus keinem anderen Grund als dem einen, um ein Gott zu sein für die Menschen. Ein Mensch, in dem uns Gott begegnet. Ein Gott, der auch die Geringen anschaut und in den Geringen Gott ist. Heute am Karfreitag zeigt Gott sein Herz. Doch Gott stellt sich nicht nur auf die Seite der Armen und Schwachen gegen die Macht, sondern ich glaube, dass er dadurch auch die Herzen derer erreichen kann, die meinen, diese Macht würde ihnen alles erlauben und sei das Höchste. Ja, es ist wirklich Gott. Und in dieser Liebe scheint selbst am Karfreitag schon Ostern auf. Die Liebe, die stärker ist als der Tod. Die Liebe, durch die uns Christus den Weg weist in eine neue Wirklichkeit. Amen. Im nun zweiten Teil des Gottesdienstes, im zweiten großen Teil, sind wir eingeladen, uns dem Bild des Gekreuzigten zu nähern. Sie können das auf Ihre sehr persönliche Weise tun. Wir laden Sie ein, wie bei der Kommunion in zwei Reihen nach vorne zu kommen, eine Geste zu machen, wenn Sie es wollen, still vor dem Kreuz zu stehen. Können sich verbeugen oder knien, das Kreuz berühren, kommen aus so verschiedenen christlichen Kulturen, dass es ganz verschiedene Formen gibt, wie sie selbst es spüren, dass sie diesem Karfreitagsgeheimnis nahe kommen und diesem Gott, den wir heute feiern. Amen.